Schottlands Küste gehört zu den faszinierendsten der Welt. Schroffe Felsen, alte Schlösser und grüne Hügelwelten. Felicitas Teen ist die Foodtruckerin und immer auf der Suche nach neuen Lebensmitteln. Auf der Isle of Mull trifft sie Guy Grieve, der im rauen Atlantik nach Jakobsmuscheln taucht. Die großen Muscheln sind eine ganz besondere Delikatesse. Boah, das schmeckt unfassbar. Nach Meer und trotzdem super süß. Auf dem Festland trifft die Foodtruckerin Ian Spink. Er räuchert nach alter Familientradition frischen Fisch in alten Whiskyfässern. Ich finde es mega schön, diese traditionelle Technik hier zu lernen und dann einfach straight away den Fisch zu essen. Geil! Die kulinarische Reise entlang Schottlands Küsten führt weiter nach North Berwick. Hier geht es mit dem Fischer Sam zum Hummerfang. Ein Knochenjob. We'll go this way. Hier lang. Also dann müssen wir noch 15 Minuten, weil dann ist der Wasserstand zu niedrig. Bis dahin müssen wir jetzt noch die nächsten Reuse rausgeholt haben. Nur wenige Hummer gehen in die Käfige, doch das ist nebensächlich. Schottland ist wirklich ein Ort, der mich so sehr überrascht. Kulinarisch, landschaftlich, die Menschen sind toll. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist schön hier. Und windig. Die Foodtruckerin an Schottlands Küsten. Vor der Nordwestküste Schottlands liegt die Isle of Mull. Hier lebt Guy Grieve. Er gehört zu den wenigen Tauchern, die hier in den Tiefen des Ozeans nach den begehrten Jakobsmuscheln suchen. Hey! How are you? Wie geht's dir? Rough today, huh? Yeah. Ja, es ist perfektes schottisches Sommerwetter. Feli, hi, nice to meet you. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Komm an Bord. This is the scallop boat? Yes. Genau, das ist es. Yeah, so, Wir hatten ein eigenes Boot, aber das ist über 50 Jahre alt. Okay. Es ist wie die African Queen der Jakobsmuschelfischer. Das ist ein neues Boot, das wir noch abbezahlen. Es ist sehr seetauglich, es ist kraftvoll und das werden wir bei so einem Wetter heute brauchen. Okay, so, do you think we will catch some scallops today? Das ist der Albtraum in meinem Job. Ich kann nie etwas vorhersehen. Okay. Wir können nur hoffen. Okay. Was das Wetter angeht, wissen wir, was auf uns zukommt. Es wird schrecklich. Ah, okay. Terrible. Okay. Scheiße. Gut, scheiße. Gut. Okay, so, let's go. Von Loch Spelf aus wird Guy mit Felicitas knapp 40 Seemeilen auf das offene Meer hinausfahren. Denn dort liegen Jakobsmuscheln. An einem Riff in ungefähr 30 Meter Tiefe. Guys Gehilfe Mike legt ab und durch eine Meeresenge geht es hinaus auf den Atlantik. Das Wetter ist typisch schottisch, regnerisch, rau, stürmisch. Trotz knapp 300 PS hat das Boot mit dem aufgewühlten Meer zu kämpfen. Ein gefährlicher Trip, keine Frage. Und statt einer Besserung des Wetters wird es noch stürmischer. Nebel zieht auf und behindert die Sicht. Guy bereitet seine Tauchausrüstung vor. Den Anfang macht der Luftkompressor. Dieser ist dazu da, um die Tauchflasche mit Atemluft zu füllen. Damit das Aggregat nicht schlapp macht, füllt Guy ausreichend Benzin in den Tank. How many meters will you go down? How can I put it? Schwer zu sagen. Wir jagen und sammeln und es gibt keinen Plan. Man kann anfangen zu tauchen und sich denken, dass es nur 20 oder 30 Meter werden. Aber dann werden es plötzlich 40 Meter. Normalerweise tauchen wir zwischen 18 und 35 Meter tief. An dieser Stelle ist das Meer laut Echolot 26 Meter tief. Das Wasser hat eine Temperatur von 13 Grad. Ideale Bedingungen für Jakobsmuscheln. Inzwischen hat sich das Meer etwas beruhigt. Das macht den geplanten Tauchgang für Guy einfacher. Denn bei zu stürmischer See ist die Gefahr, an einen Riff oder einen Felsen geschleudert zu werden, sehr groß. So what is the most dangerous part of this game today? Das Gefährlichste ist, wie bei jeder Arbeit auf See, dass man sich überschätzt. Das ist das Gesunde an diesem Job. Man lernt, wegzulaufen. Und ich bin ein riesengroßer Feigling. Ich bin Experte im Weglaufen. Das Gefährliche ist also, hinunterzutauchen und zu glauben, es wäre ein Supermarkt. Man geht mit einem gewissen Respekt nach unten und hofft, dass der Atlantik mir heute Nahrung gibt. Bisher ist es die letzten 11 Jahre immer gut gegangen. Aber wenn man zu arrogant an die Sache geht, wird dir das zum Verhängnis. Es gibt Steine, Riffe, alles.
Aber das Gefährlichste, und ich habe den Nordatlantik befahren und viel gemacht in abgelegenen Orten, das Gefährlichste, egal wo, ist die menschliche Arroganz. Leg die ab und alles wird gut. Weißt du, was ich meine? Und ein guter Sinn für Humor. Man muss auch lachen können. Oft und wie ein Trottel. Okay, ich starte das Ding jetzt. Da drüben wird es heiß werden. Das ist der Auspuff. Alles gut. Du wirst nicht von den Abgasen getroffen. Ja, das hört sich gesund an. Immer wieder schlägt das Wetter um. Der Wind frischt auf und das 10 Meter lange Boot tanzt wie eine Nussschale auf dem offenen Meer. Doch jetzt, kurz vor dem geplanten Tauchgang, meldet Gehilfe Mike ein Warnsignal. Die Motortemperatur ist bedenklich angestiegen. Ein Albtraum, denn hier auf dem Atlantik ist die Besatzung auf sich allein gestellt. Ein defekter Motor würde bedeuten, dass die Crew ein Notsignal absenden und den Tauchgang abblasen müsste. Hilfe wäre erst in Stunden zu erwarten und das bei starkem Seegang. Guy versucht, den Motorschaden selbst zu beheben. Nach bangen Minuten gelingt das auch. Seetang hatte den Wasserfilter des Motors verstopft und so die Kühlung verhindert. How many scallop divers are here? Not many. Nicht viele. Das ist eine ziemlich schwierige, gefährliche und unbequeme Arbeit. Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden. Es gibt noch einige alte Taucher, die es so wie früher machen. Die Generation kennt die Risiken und die harte Arbeit. Die Jüngeren wollen es nicht mehr machen. Es ist kompliziert und es ist echt schwer, Leute zu finden, die es machen wollen. Ich hatte Taucher aus Spezialeinheiten, ehemalige Marines, Leute der maritimen Spezialeinheit SBS. Die besten, die ich hier hatte, waren die Hippies. Die lieben es einfach, auf dem Wasser zu sein und sind mega entspannt. Wenn du nicht auf Geld aus bist, die See liebst und draußen entspannt bist, kannst du viel Geld mit dem Fischen von Jakobsmuscheln verdienen. Aber wenn du da bist, um Geld zu machen und all das, bist du nach einer Woche raus. Wegen des wechselhaften Wetters beschließen sie, nicht noch weiter auf den offenen Atlantik hinauszufahren. Guy schlüpft in den engen Neoprenanzug. Zusätzlich beschwert sich der Muscheltaucher mit schweren Bleigewichten, um dem starken Auftrieb entgegenzuwirken. Er nimmt eine Menge Gewichte mit runter, damit er wirklich straight runter geht und nicht irgendwie gegen das Riff gedrückt wird oder so. Oh. Ich bin mega spannend. Er geht jetzt wirklich in diesem Ding runter und ich kann das noch nicht mal annähernd anheben. Okay. Guy taucht fast jeden Tag auf den Boden des Atlantiks, um die kostbaren Jakobsmuscheln zu ernten. Eine Methode, die umweltschonender nicht sein könnte, denn der Taucher arbeitet per Hand. Meist werden die Muscheln mit Schleppnetzen gefangen. Sie trennen die Delikatessen mit kleinen, spitzen Kanten vom Meeresboden und zerstören ihn aber gleichzeitig damit. Dann geht es für den Taucher ins Ungewisse. Das Wetter ist nicht perfekt und die Stelle, an der Guy in die Tiefe geht, unbekannt. Als Guy ins Wasser springt, hat der Wind schon wieder zugenommen. Auf 30 Meter Tiefe taucht er nun hinab. Es ist ein riskanter, gefährlicher Job. Wenn Guy in der Tiefe Probleme mit der Ausrüstung bekommt, wird es eng für ihn. Oder er könnte sich in einem Netz verheddern. Auf dem Meeresboden angekommen, ist es ziemlich dunkel. Eine Lampe wäre jetzt gut, liegt aber leider oben auf dem Boot. Mühsam sucht Guy nach den begehrten Muscheln. Geduldig tastet er den Meeresboden mit seinen Händen ab. Die Muscheln verstecken sich im schlammigen Boden zwischen Seegras oder Steinen. Muscheltaucher verdienen nur Geld, wenn sie Scallops vom Grund des Meeres holen. Je mehr Muscheln, desto mehr Verdienst. Jakobsmuscheln aus Schottland gelten als Delikatesse. Ökologisch gefischt bezahlen die Restaurants in Edinburgh, Glasgow und London sehr viel Geld dafür. Bis zu 5 Pfund pro Muschel. Allerdings ist die Ausbeute des heutigen Tauchgangs eher bescheiden. Hey! Hello! How was it? Dark! Dunkel! Dark? Did you catch some scallops? Jesus! Are you okay? Dunkel. Mir geht's gut. Ich habe sie nur so schlecht gesehen. Es ist so dunkel heute. Oh Christ. Very dark today. Do you want to give it to me? Okay. Dark? Where are the scallops? Vielleicht sind sie in diesem Netz. Das müssen wir herausziehen. Ah, this is exciting. I know. I'm glad you came back.
Ja, ich auch. Es ist nur so düster. Ich habe den Grund erst gesehen, als ich direkt davor war. Also musste ich sehr nah rangehen und im Schlamm danach suchen. Es hat ganz schön gedauert. I'm so glad that you're back. Well, so am I. I'm always glad I'm. Jedes Mal, wenn man auftaucht, ist es, als ob man wiedergeboren wird. Das kannst du mir glauben. Guy muss sich von dem anstrengenden Tauchgang erst einmal erholen. Inzwischen klappt Gehilfe Mike die Tauchleiter ein. Danach ist es Zeit, den Fang vom Boden des Atlantiks hinauf auf das Boot zu ziehen. Ah! I'm so excited. All right, hold. Okay, zieh. Ah! Is it still alive? Oh, so. I cannot do it. Can you please help me out? Die schottischen Meeresfrüchte sind berühmt für ihre Qualität. Rund 90% der Muscheln werden exportiert, überwiegend nach Frankreich oder Spanien. Seafood-Handel ist ein wachsendes Geschäft in Schottland und von Hand gesammelte Muscheln sind besonders begehrt bei den Starköchen. Auch Foodtruckerin Felicitas Teen möchte nun endlich die Delikatessen an Bord holen. Siehst du, sie sind schmutzig. Ich muss mal darüber. Die fangfrischen Muscheln werden nun von Guy mit sauberem Meerwasser abgespült. Im Netz befinden sich ungefähr 10 Kilogramm Jakobsmuscheln. Marktwert etwas mehr als 200 Euro. Oh, ein Heavy. So. Siehst du? I love it. Es ist schwer, nicht süchtig danach zu werden. Es ist echt eine Sucht. How old are they? Ich zeig's dir. Das kann man erkennen. Diese sind so mittel. Man kann sie riechen. Der schöne Seegeruch strömt aus ihnen. Wie Wassermelone. Kannst du das riechen? Ein süßer, frischer Geruch. Das sind mittelgroße Jakobsmuscheln. Der Koch Raymond Blanc zum Beispiel besteht auf die mittelgroßen. Sie wollen die großen nicht. Man kann ihr Alter bestimmen, indem man sich die Lamellen ansieht. Let me give this a little clean. Hang on. Should we open one? Yeah, sure. Ja, klar. Also diese ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre alt. Eine Jakobsmuschel richtig zu öffnen, ist eine Kunst, die selbst Felicitas nicht beherrscht. Noch nicht. Wenn wir die Muscheln schnell öffnen wollen, wenn man eine Menge vor sich hat, die ist schön hier. Man kann es schnell machen, indem man ein glattes Messer ohne Zahnung benutzt. Das sind die besten, um die Jakobsmuscheln zu öffnen. Man schneidet sie schnell auf, am besten ohne sich selbst zu schneiden. Nimmt das hier alles raus. Und das und das. Und dann? Es ist eine Blume. Nach dem Entfernen des Deckels liegen die Innereien der Muschel frei. Genießbar sind der weiße, runde Muskel und der orangefarbene Rogen. Felicitas probiert gleich und ist vom Geschmack begeistert. They are so fucking sweet. Ja. Boah, der schmeckt unfassbar. Nach Meer und trotzdem super süß, cremig. Okay. Die köstlichen Muscheln möchte sie gleich auf dem Boot zubereiten. Zum Kochen geht es deshalb nur wenige Kilometer weiter zu einem windgeschützten alten Steg an der Meerenge von Loch Spelf. Ich würde die Jakobsmuscheln ja am liebsten so essen, aber er hat ja gesagt, dass er sie gerne gegart ist. Deswegen mache ich jetzt gebratene Jakobsmuscheln mit einem Shortbread Bacon Parmesan Crumble auf dem Boot. Okay, und letzte werde ich noch öffnen. Die Weite der schottischen Landschaft und die unendliche Ruhe erden die Berlinerin. Das Hacken der Zwiebel gerät fast zur Meditation. Schottlands Landschaft gehört zu den eindrucksvollsten der Welt, ganz egal zu welcher Jahreszeit. Hier kann Felicitas der Hektik der Großstadt entfliehen und die Ruhe und Beschaulichkeit dieses Landstriches genießen. Es ist unfassbar, vor so einem wunderschönen Hintergrund zu kochen.
Ich finde, es sieht aus wie auf so einer schottischen Postkarte. Ich bin tatsächlich sehr ehrfürchtig, was dieses Land angeht. Es ist irgendwie so wild und rau und gleichzeitig so liebevoll, so freundliche Menschen. Inmitten dieser traumhaften Kulisse geht es nun weiter mit dem Kochen. Zwiebel und Knoblauch sollen im Topf gedünstet werden. Dafür zerlässt Felicitas ein kleines Stückchen Butter. In der Zeit kann ich schon mal meinen Crumble machen. Und zwar habe ich hier Shortbread. Das gibt es hier in jedem Hotel und überall. Einfach geile Butterkekse. Die geben nachher einen schönen Crunch. Und sind very Scottish. Bisschen eine abgefahrene Kombi. Die süßen Kekse mit Käse und Parmesan und Muscheln. Aber ich hoffe, dass es geil schmecken wird. Ich habe das Gefühl, dass das so ein Ort ist, an dem man total runterkommt. Man ist irgendwie alleine mit dem Wetter und dem Wasser. Ganz anders als Berlin. Auch die Menschen hier führen irgendwie ein ganz anderes Leben. Ich habe das Gefühl, die sind sehr zufrieden, obwohl das Wetter nicht so geil ist, obwohl es oft regnet. Aber Schottland ist irgendwie beruhigend. Selbst für mich, und das soll echt was heißen. Dann Parmesan. Vom Parmesan ruhig etwas mehr raspeln, denn der Käse soll nachher in gleichen Teilen mit dem Shortbread vermengt werden. Zeit für die Soße. Die Butter brutzelt, also hinein mit Zwiebel und Knoblauch. Frischer Thymian und ein kräftiger Schluck Weißwein zum Ablöschen kommen mit in den Topf. Das lasse ich jetzt kurz runter reduzieren, dann kommt ein bisschen Sahne rein, Zitrone. Dann ist eigentlich schon fertig und dann kann ich den Bacon braten. Felicitas hat vom Markt frische schottische Erbsen besorgt. Die Hülsenfrucht ist in Schottland sehr beliebt, zum Beispiel als Mushy Peas, einem Erbsenbrei, zu Fish and Chips. Jetzt kommen die Sahne und etwas Zitronenabrieb zu den gedünsteten Zwiebeln. Kräftig pfeffern und für noch mehr Schärfe kommt Chili hinzu. Danach alles leicht salzen. Zum Schluss kommen noch die Erbsen in den Topf. Als nächstes brät Felicitas schottischen Bacon knusprig. Später soll er gecrumbled werden und zusammen mit dem Parmesan und dem Shortbread eine krümelige Mischung ergeben. Jetzt ist es Zeit für die Jakobsmuscheln. Das Muskelfleisch wird von der Schale gelöst und in der Pfanne von beiden Seiten angebraten. Währenddessen schneidet Felicitas den gebratenen Bacon in feine Krümel. Der orangefarbene Rogen kommt mit in die Pfanne und wird vorsichtig mitgebraten. Ein paar Erbsen. Man könnte das natürlich zu Hause noch pürieren, passieren und weiß nicht alles, aber wir sind ja hier auf dem Boot. Dann jeweils eine Jakobsmuschel. Oh, sind die geil. Guckt euch das an. Boah. Und dann ein kleines bisschen was von dem lustigen Bacon Shortbread Parmesan Crumble. Was mir nicht immer für Zeug einfällt, ne? Die Muschelschalen sind so groß, dass Felicitas sie als kleine Teller verwenden kann. Als Highlight kommt jetzt noch der angebratene Muschelrogen dazu. Fertig ist eine neue Foodtruckerinnen-Kreation. Das zarte Fleisch der Jakobsmuschel kombiniert mit köstlicher Erbsensoße und einem knusprigen Parmesan-Bacon-Shortbread-Crumble. Schottische Klassiker, kreativ kombiniert. Das sieht toll aus. Wirklich, wirklich großartig. Ich habe viele gekochte Jakobsmuscheln gesehen, wie du dir vorstellen kannst. Ich mache das schon so lange und habe viele Köche gesehen. Das ist wunderschön. Und das sieht toll aus. Das muss ich probieren. Because you know how scallops taste, right? Ich habe noch nie gesehen, dass so Shortbread genutzt wurde. Wir sind also deine Versuchskaninchen. Das sieht super aus. Darf ich? Wirklich? Nein, ich mache es so. Das ist wirklich gut. Ich liebe, wie du sie zubereitet hast. Ich würde dir sagen, wenn es mir nicht schmecken würde. Denn die Muscheln sind mir so wichtig, dass es eine persönliche Beleidigung wäre, wenn sie schlecht gekocht wären. Also ich muss echt sagen, dieses Schottland, nicht schlecht.
Von der kleinen Insel geht es nun zurück zum Festland. Auf ihrer Reise entlang der schottischen Küsten hat sie viel zu entdecken. Städte aus silbrig schimmerndem Granit, eine atemberaubende Natur und verlassene Ruinen, die seit Jahrhunderten die Landschaft prägen. Schottland ist ein Land der Gegensätze, von der rauen, zerklüfteten Küste bis zu den sanften, sattgrünen Hügelketten der Highlands. Eine weitere berühmte schottische Spezialität ist Räucherfisch. Und einer der bekanntesten Fischräucherer Schottlands ist Ian Spinks. Das Räuchern von Fisch hat hier eine lange Tradition. In einem alten Fass wird ein Holzfeuer entfacht, die Fische hineingehängt und das Ganze dann mit nassen Jutesäcken abgedeckt. Zwischen Glasgow und Edinburgh findet jede Woche der berühmte Culross Farmers Market statt, wo zu Dudelsackklängen und traditionellen Tänzen Händler ihre regionalen Produkte anbieten. Foodtruckerin Felicitas Teen möchte unbedingt den Mann treffen, der in fünfter Generation frischen Fisch im Holzfass räuchert. Und das bei jedem Wetter. Auch heute zeigt es sich mal wieder typisch schottisch. Gerade noch Regen hat ein straffer Wind die Wolken vertrieben. Das muss ausgenutzt werden. Ian erwartet jeden Moment seine ersten Kunden. What is the process? So from Also, ich kaufe den Fisch auf dem Fischmarkt. Normalerweise nehmen sie ihn dort schon aus. Umso eher sie ihn ausnehmen, desto besser. Ich würde es machen, aber wenn die Fischer es früh machen, ist es besser für den Fisch. Vor allem im Sommer. Also, je früher, desto besser. Ich kaufe den Fisch auf dem Markt, entferne den Kopf, verbinde sie miteinander und im Inneren befreie ich alles noch einmal von Blut und Membranen mit einem Messer und einer Bürste, bis es ganz sauber ist. Dann kommt alles in eine große Box. Eine Schicht Salz, darauf der Fisch, dann wieder Salz, dann eine Lage Fisch. Das ruht für mehrere Stunden. Wie lange kommt auf den Fisch an? Umso frischer sie sind, desto länger bleiben sie im Salz. I can't wait. It smells smoky already. I love smoked fish. Ian verwendet die gleiche Methode wie seine Familie seit Ende des 19. Jahrhunderts. In einem halben Whiskyfass, dessen Boden zum Schutz mit Schiefern ausgekleidet ist, entfacht er ein Feuer aus Buchen- und Eichenholz. Felicitas hilft ihm, denn schon schlägt das Wetter wieder um und es ziehen dunkle Regenwolken auf. Vorsichtig stapeln die beiden Schicht für Schicht von dem trockenen Holz übereinander. Die Auswahl des Brennguts hat großen Einfluss auf das Aroma. Grundsätzlich gilt, harte Laubhölzer wie Buche und Eiche eignen sich gut, Nadelhölzer verwendet man besser nicht. Dann spritzt Ian noch etwas Wasser in das Feuer. Wir löschen die Flammen etwas ab, sodass keine Funken fliegen, wenn wir die Stöcke auflegen. Ja, ja, alles noch da. Ich nehme diesen hier, du nimmst den und halte ihn so, in der Mitte. So nah wie es geht. Aber so, dass sie sich nicht berühren. Noch ein bisschen. Okay. Okay, perfekt. So, and is it an old tradition? Yeah, this is a very old process. Das ist ein sehr alter Prozess. Das geht zurück bis zu den Wikingern. Ein ganz alter Prozess. And what about your family? Meine Familie macht das seit 5 Generationen. 5 generations? Yeah. Felicitas hat jede Menge Spaß am Fischräuchern. Nachdem sie die Fässer mit den feuchten Jutesäcken verschlossen haben, kann das Feuer nicht mehr brennen, sondern glimmt vor sich hin. Die feuchten Säcke halten die Hitze im Räucherfass. Die Anzahl der Schichten, der sogenannten Clutes, hängt vom Wetter ab und kann während des Räucherns angepasst werden. So wird verhindert, dass der Fisch verbrennt oder zu langsam geräuchert wird und austrocknet. Ian lässt die Fische nun eine halbe Stunde im Rauch hängen. Das ergibt ein schön mildes Aroma. Felicitas nutzt die Zeit und schaut sich den 400-Seelen-Ort Culross an.
Vor 300 Jahren ein Zentrum der Kohleindustrie, ist er jetzt ein beliebter Touristenort und berühmt für seinen traditionellen Bauernmarkt. So what are we going to do now? Okay, we'll lift the cloths off. Wir nehmen die Decken weg. Vorsichtig. Ooh, I will be very stinky tonight. Oh wow, that's so beautiful. Ian kann nun die ersten Fische aus dem Rauch nehmen. Sie sind goldgelb und zartrauchig. Für die Kunden, die es kräftiger mögen, lässt er die anderen Fische noch länger im Räucherfass und legt frisches Buchenholz nach. Maximal 3 Stunden räuchert Ian die Fische. Zwischendurch spritzt er immer wieder Wasser ins Feuer. Das sorgt für noch mehr Rauch im Fass. Very smoky. Man muss jetzt super vorsichtig sein, weil die Fische natürlich gekocht sind, dadurch das Fleisch sehr schnell runterfallen kann. Und das wäre super schade. Ich finde es mega schön, diese traditionelle Technik hier zu lernen und dann einfach straight away den Fisch zu essen. Geil. Perfekt. Okay. So, what do you want? One large one. Yeah. I would go for a large one. One large fish, please. Okay, we'll see what we can. Okay, ich schaue, was sich machen lässt. Ein herrlicher Duft legt sich über den Markt und lockt jede Menge hungrige Käufer an. Da Ian noch immer mit dem Räuchern seiner Fische beschäftigt ist, übernimmt Foodtruckerin Felicitas kurzerhand den Verkauf und hat sichtlich Spaß daran. Haha! Okay. Done. Fertig. Einen großen bitte. One large now. Okay. Five. So, can I get me a wee plate? Könntest du mir einen Teller geben? And a fork. There you go. So you don't debone it for him? It's deboned. Ist entgrätet. It's deboned. Enjoy. You blinked and he deboned it. Das hat er gerade schnell gemacht. It was so quick, I didn't even see it. Um seine zarten Räucherfische zu entgräten, hat Ian einen Trick. Er drückt mit beiden Daumen den Fisch entlang der Mittellinie leicht auseinander und öffnet ihn dann vorsichtig. Dann greift er die Gräte und zieht sie nach oben weg. Der Fisch ist jetzt praktisch grätenfrei. Felicitas lässt sich von Ian 2 große Räucherfische zum Probieren einpacken. Fehlen noch 2 weitere klasse schottische Leckerbissen. Scones und Clotted Cream. Can I have 2 from the savory? Yeah, of course, 2 of the cheese. Yeah, please. Sure. And maybe you have some clotted cream or something? Yeah, sure. Yes. Okay, perfect. Scones sind kleine Brötchen und in ganz Großbritannien sehr beliebt. Und auch Clotted Cream ist very British, ein Streichrahmen aus Kuhmilch. Foodtruckerin Felicitas Steen macht sich auf den Weg. An der felsigen Küste möchte sie ein typisch englisches Picknick direkt am Meer machen. Jetzt habe ich aus Versehen noch den schönsten Platz Schottlands zum Essen gefunden. So Lust, den Fisch zu probieren. Mir ist sogar noch warm. Tatsächlich. Und dann habe ich mir ja noch salzige Scones gekauft und ein bisschen Clotted Cream natürlich. Und jetzt würde ich sagen, probiere ich erstmal den Fisch. Boah, ist wie bei so einem Wein auf einer italienischen Toskana-Terrasse. Am Meer schmeckt der Fisch natürlich gleich noch viel besser. Super zart, perfekt gegart. Und auch hier setzt die Berlinerin wieder Trends. Sie kombiniert den rauchigen Fisch mit dem salzigen Geschmack der Scones und der süßlichen Clotted Cream. Zusammen ergibt das eine Geschmacksexplosion am Gaumen. Das hier sind ja genau die Sachen, auf die ich stehe. Das Meer, dann gutes Essen, einfache Zutaten, wunderbar zubereitet. Schottland ist wirklich ein Ort, der mich so sehr überrascht. Kulinarisch, landschaftlich, die Menschen sind toll. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist schön hier. Und windig.
Nach dem leckeren Picknick geht es weiter entlang der schottischen Küste. Sie zieht sich insgesamt 3900 Kilometer entlang des Festlandes. Hoch aufragende Berge, schimmernde Lochs, dichte Wälder und kilometerlange goldfarbene Strände. Die Landschaft in Schottland ist stets atemberaubend. Felicitas fährt vorbei an Edinburgh nach North Berwick. Der Ort ist berühmt für seine Lobster. Die Schalentiere mit den scharfen Scheren werden hier mit stabilen Stahlkäfigen gefangen. Felicitas ist mit Sam verabredet, einem der Lobsterfischer von North Berwick. Mehrmals am Tag fährt der junge Fischer mit seinem kleinen Boot auf das offene Meer, um bei Ebbe seine Fangkäfige zu entleeren und die frischen Hummer an Land zu bringen. Diese werden dann sofort an die umliegenden Restaurants geliefert. Felicitas darf ihn bei seiner Fahrt begleiten. Wir benutzen das hier. Das ist der Fischzug. Ich nehme die Boje, verbinde sie mit dem Zug und er holt die Käfige ins Boot. Ich zeige dir lieber, wie das geht. Das ist einfacher. Bei leichtem Seegang geht es mit dem kleinen Boot ungefähr einen Kilometer hinaus aufs Meer. Dann stoppt Sam den Motor. Okay, los geht's. Könntest du dich hier hinstellen? Ja, geh mal darüber. Das Wasser in der Bucht von North Berwick ist äußerst sauber. Ebbe und Flut halten es immer in Bewegung. Sam fängt die Lobster mit Hilfe von unter Wasser ausgelegten Körben, in die die Hummer selbst hineinlaufen. So, this is crabs and a small lobster. Wow, no, this is a big one. See, what ideas? Where do we have? Yeah, okay. Diese Größe hier. Genau. Ja, der ist zu klein. Ja, zurück ins Meer. Ja, alle zu klein. Wir haben jetzt nur einen Lobster rausgeholt, weil alle zu klein waren. Man kann hiermit messen, die müssen mindestens dieser Größe entsprechen, ansonsten müssen halt wieder rein. Auf zum nächsten. Let's do it. Nach dem Entleeren der Fangkörbe werden diese dann sofort wieder auf den Meeresboden verlegt. Dann geht es zur nächsten Fangstelle. So, tell me where to go. We'll go this way. Darüber. Aha! And then straight up. Und jetzt geradeaus. That's it. Genau so. Also, wir müssen noch 15 Minuten, weil dann ist der Wasserstand zu niedrig. Und bis dahin müssen wir jetzt noch die nächsten Reuse rausgeholt haben. Die meisten Hummer kommen aus den USA und Kanada. Daneben liegen traditionell französische und belgische Hummer hoch im Kurs. Doch das Wasser dieser Regionen wird langsam zu warm. Kenner schätzen deshalb längst den schottischen Lobster, denn das Krustentier findet hier ideale Bedingungen. Oh, these ones are big. Whoa, 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 whoa. Yes, yes. Das sind sie. Will they? Yeah, that's it. It's big enough. Das sind sie. Lass sie uns zuerst messen. It's big enough. Yeah. Just put it in there. Okay, mach ihn da rein. Das ist ein guter. I will measure. Yes, yes, yes. Sam und Felicitas leeren Fangkorb für Fangkorb. Die Ausbeute ist gering. Viele Tiere sind noch zu klein, um gefangen zu werden und müssen deshalb wieder zurück ins Wasser gelassen werden. Ein Job, der bei Wind und Wetter gemacht werden muss. Bei Winterwetter liegt die Lufttemperatur um 0 Grad. Are you doing this every day? Yeah. Yeah. Oops, sorry. Okay. Every weather, every day. Yeah. Yeah. I've, yeah. It's pretty interesting. Es ist schon interessant bei schlechtem Wetter. So, and is it a good time for lobsters? Jetzt? Ja, sehr. Das Wasser ist wärmer und sie bewegen sich viel mehr. Oh wow, some fish. We got some cod. Ja, Kabeljau. This is cod? This is cod, yeah. Cod, ja, junge Kabeljau. Die sind nicht besonders groß. Hey, guys, you're too small. Too small. Zu klein. But it looks gorgeous, huh? And it's amazing, the colors. Die Farben sind erstaunlich.
Wenn der lebende Hummer bei der Lieferung noch Kampfbereitschaft zeigt, wenn er die Scheren hochstreckt und mit dem Schwanz zuckt, dann liegt der Fang des Hummers sehr wahrscheinlich noch nicht lange zurück. Im Mai, Juni, Juli ist die Hauptsaison für den Hummerfang. Die Tiere sind in dieser Zeit besonders gut genährt und vollfleischig. Felicitas und Sam grasen die Küste von North Berwick weiter ab und hoffen weiter auf möglichst viele große Hummer. Fangkorb für Fangkorb holen sie aus dem Wasser, entleeren die Fallen und lassen sie danach wieder in das Meer zurück. 5 Fangkörbe hängen immer aneinander, verbunden mit starken Leinen. Der schottische Lobster besitzt einen fast schwarzen Panzer mit leicht bläulichem Einschlag. Die Scheren sind im Vergleich zum amerikanischen Hummer etwas kleiner. Mit speziellen Zangen schnüren Felicitas und Sam Gummibänder um die Scheren der Hummer, die groß genug sind, um gefangen zu werden. So werden die angriffslustigen Schalentiere gebändigt. Erst beim Verkauf oder der späteren Verarbeitung werden die Bänder dann vorsichtig von den Scheren geschnitten. Entscheidend für die Güte des Hummers ist, wie schnell er nach dem Fang lebend in die Küche kommt. Vielerorts wird die schwankende saisonale Fangmenge dadurch ausgeglichen, dass die Hummer in Boxen zwischengelagert werden, in denen sie von der eigenen Substanz leben, ohne noch etwas zu fressen. Im Handel nennt man Hummer, die gleich nach dem Fang in die Küche kommen, Premium-Lobster. Es folgen Market-A-Lobster und Market-B-Lobster. Felicitas hat heute nur Premium-Lobster im Fanggepäck. Damit geht es nun wieder zurück in den Hafen von North Berwick. Das ist unser Fang. Das ist ein großer, ein Männchen. Schöne, große Scheren. Ich sehe das an den Scheren, die sind bei Männchen immer etwas größer. Der Schwanz ist gestreckter. Die Männchen geben mehr Fleisch. Die Weibchen, wenn du die beiden vergleichst, siehst du den Unterschied. Ihr Schwanz ist gekrümmt, weil sie die Eier im Inneren beschützt. What about all the eggs? All these eggs. This is future lobster. This is the future lobster. Das stimmt. Wir haben da drüben eine wohltätige Aufzucht, die sich um die Weibchen kümmert. Sie entnehmen die Eier und tun den Nachwuchs zurück ins Meer, sobald sie dort allein überleben können. Also bringen wir sie immer zurück. So we don't eat it? We don't eat it, no. Nein, den nicht. Der kommt zurück ins Meer. Wir versehen ihn mit einer Kerbe, sodass man sehen kann, dass es illegal ist, den rauszuholen. Für mehr nachhaltigen Hummerfang hat eine private Initiative am Hafen von North Berwick eine Lobsteraufzuchtstation gebaut. Und genau die geht Felicitas jetzt besuchen. In dieser Brutstätte werden pro Saison ca. 30.000 kleine Lobster aufgezogen, um später in die Freiheit entlassen zu werden. Ziel ist eine Zunahme der Hummerpopulation an der schottischen Küste. Die kleinen Lobsterbabys werden im Wasser ständig umhergewirbelt, da sie sich sonst gegenseitig auffressen würden. Werden sie größer, kommen sie aufwendig in eigene Boxen, in denen sie nun weiter wachsen. Nahrung erhalten sie aus dem Meerwasser, das direkt aus der Bucht gefördert wird. Sind die Tiere groß genug, werden sie von Tauchern auf den Meeresboden gebracht und freigelassen. Seeluft und harte Arbeit machen hungrig. Hier an der schottischen Küste gelten Fish and Chips als heimliches Nationalgericht und gehören zum festen Bestandteil der hiesigen Esskultur. Direkt am Hafen ist Foodtruckerin Felicitas mit Yvonne verabredet, die hier einen traditionellen Fischimbiss betreibt. Hi, hi, Feli. Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you too. Yeah. So we're doing fish and chips today? Yeah. Yes, it's on the menu. Schon gleich zu Beginn eine Überraschung für Feli. Statt Backteig verwendet Yvonne knusprige Semmelbrösel. And I ate fish and chips before with a buttered fish. Why do you do it with breadcrumbs? Es ist etwas gesünder. Viele mögen es lieber mit Brotkrumen. Deshalb bieten wir diese Option an. Yes? Okay. Yeah. Yeah, fine. So, just like a schnitzel? Like German schnitzel? Yeah. Okay. Yeah. Should I just do it? Yeah. Okay. Einfach wie ein Schnitzel panieren. Ist interessant, weil ich dachte immer, es wird in so einer Art Bierteig gemacht. Aber hier wird es auch oft mit Semmelbröseln angeboten. Also ein bisschen wie Haddock-Schnitzel.
Die Zubereitung erfolgt klassisch. Das Fischfilet, meist wird Kabeljau verwendet, erst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in den Semmelbröseln wenden. Danach kommt der Fisch für wenige Minuten in das 180 Grad heiße Frittierfett. Goldgelb kann der Fisch nun abtropfen, während die ca. 1 cm dicken Kartoffelstäbchen, die Chips, noch in der Fritteuse warten. Wir servieren ihn in diesen Boxen. Die haben wir schon vorbereitet. Hier ist die Tartarsauce. So, what is tartar sauce? Tartar sauce is es ist Mayonnaise mit kleingeschnittenen Essiggurken und Kapern. Daher bekommen sie ihren würzigen Geschmack. Und das passt super zu Fisch. Fish and chips. Anyone fish and chips? Jetzt kräftig salzen. Früher wurde das Nationalgericht in alten Zeitungen verkauft. Ideal, um das Fett aufzusaugen. Heutzutage gibt es stattdessen Pappboxen. Yay, my first fish and chips! Scottish version. Fish and chips. Schon seit mehr als 200 Jahren ein britischer Klassiker, der traditionell auf der Straße verkauft wird. Zu Fish and Chips gibt es keine Mayonnaise oder Ketchup, sondern Saures. Malzessig ist der Ketchup der Schotten. Er gehört auf die Kartoffelchips wie der Deckel auf den Topf. Also hier auf der Insel isst man ja quasi Pommes mit Essig drauf. Und die Pommes sind auch viel weicher als bei uns. Das erinnere ich noch von früher, als ich in England studiert habe, dass der Fisch super knusprig war, aber die Pommes waren eher weich. Aber irgendwie ist es geil. Für deutsche Gaumen sind die mit Essig beträufelten Chips zunächst gewöhnungsbedürftig. Doch schon nach kurzer Zeit setzt der Suchtfaktor ein. Ich finde, dass Fish and Chips wirklich so ein Gericht ist, was viel besser schmeckt, als man denkt. Der Fisch ist perfekt gegart, saftig, dann diese knusprige Panade und diese weichen Pommes mit der geilen Soße. Ich liebe das. Zeit für eine Foodtruckerinnen-Variante von Fish and Chips. Felicitas will statt Fisch den selbstgefangenen Hummer nehmen. Hier haben wir den Lobster. And you said you show me how to cut in half. Dispatch. Okay. Wie man ihn zubereitet, genau. So it's dead, right? Yeah. So we killed it. Ja. Yeah. Der ist schon tot. Du setzt das Messer hier an und drückst es gerade am Körper herunter. And then, okay, and then I get rid of all the guts, or? Yeah, so all this bit. Ja, all das kommt in den Mülleimer. Den entferne ich jetzt vorsichtig. So wie bei einer Garnele. And now there's just want to remove the leg. Yeah, just jetzt entfernen wir die Beine. Wir schneiden sie ab. Okay. Steinhart natürlich, aber es geht gut, okay? And now? So these go into your... Die kommen aufs Blech und diese zerteilen wir mit der Messerrückseite. Dann? Cook easy. Cook easy. Okay. Genau. Muss man die Schere einmal aufknacken, damit sie dann leichter gart. Both sides? No, it's fine. That's fine. Okay. Nein, so ist es gut. Now I think I know what to do. Okay. So, thank you very much. No problem. Sorry. Kein Problem. Ja. Das war's. Thanks, see you later. Ich mache heute ein Lobster Roll, also quasi ein Hummerbrötchen. Das habe ich ganz oft in Kanada gegessen. Ich mache es aber offen, damit man sehen kann, was drin ist. Und dazu gibt es eine Whisky-Cocktailsoße. Wegen Schottland und so. Okay, als allererstes mache ich die Mayonnaise. Das wird jetzt wirklich ein simples Rezept, weil ich möchte dem Lobster eigentlich nicht die Show stehlen. Er soll wirklich eigentlich der Star meines Brötchens sein. Felicitas nimmt das Eigelb von zwei frischen Eiern. Dazu guten Dijon-Senf und eine Prise Salz. Das verquirlt sie alles mit Öl. Ist auch ganz gut für die Armmuskulatur. Obwohl, ich habe heute schon ganz schön geackert. Das war heute wirklich unfassbar für mich, diese Rollen aus dem Wasser zu ziehen. Man wusste nie, wie viele Lobster sind drin, sind sie groß genug. Dann die Sonne und der Wind und das Meer. Ich wäre am liebsten für immer auf dem Boot geblieben. Ich fand es natürlich jetzt super, weil ich nur eine Stunde da war. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste das 7 Stunden am Tag bei Wind und Wetter machen, auch im Winter, auch bei Schnee und Eis, puh, ist auf jeden Fall ein harter Job. Und wir hatten ja gerade mal 4 oder 5 Lobster, die groß genug waren. Also reich wird man davon wahrscheinlich nicht. In die Oldschool-Cocktailsoße kommen noch 3 Löffel Ketchup, Mustersoße, ein ordentlicher Spritzer Zitronensaft und Salz. Das alles wieder gut miteinander verrühren. Und jetzt als schottischer Clou, Whisky. Und zwar ein rauchiger.
Kurzer Test. Dann schneide ich schon mal das Brot. Ich mache ja so ein offenes Sandwich. Das heißt, ich mache zwei wunderschöne Scheiben, die ich in Butter brate. Und obendrauf dressiere ich dann den Lobster. Mal gucken. Dann mache ich jetzt hier so eine kleine Knoblauch-Chili-Butter, die ich nachher auf den Lobster mache. Dafür eine frische Chilischote grob hacken. Als nächstes eine ganze Zehe Knoblauch reiben. Diese beiden Zutaten mit einem Stück Butter und Salz direkt auf dem Brett vermischen. Fertig ist die Knoblauchbutter, die dann später auf den Hummer gestrichen wird. Doch der muss zunächst gegrillt werden. Etwas Öl und Salz und dann in den Ofen. Während mein Hummer röstet, röste ich das Brot. Ich finde es schön zu sehen, wie nachhaltig hier gearbeitet wird. Also, dass die weiblichen Tiere wieder zurück ins Meer gelassen werden. Man sorgt so einfach dafür, dass es in den nächsten Jahren auch noch Hummer gibt. Und zumindest wird ein kleiner Teil gegen die Überfischung getan. Als Beilage gibt es marinierte Gurken. Zuerst die frische Salatgurke in hauchdünne Scheiben schneiden. Danach ein wenig Essig, Salz, Zucker und Frühlingszwiebeln dazugeben. Zeit für die gerösteten Brote. Man könnte jetzt hier auch noch Knoblauch und alles reinmachen, aber wie gesagt, der Hummer ist der Star des heutigen Tages. Das Brot in der geschmolzenen Butter wenden und mit Salz und Pfeffer bestreuen. Die Scheiben können je nach Belieben in der Butter getränkt werden. Zum Garnieren bereitet Felicitas noch frischen Schnittlauch vor. Boah, der Hummer duftet. Ich glaube, er ist fertig. Hallo, Baby. Hallo. Boah, wie das duftet, ne? Das duftet nach Meer, es duftet gebraten, ein bisschen Knoblauch. Okay, bereit zum Anrichten. Ich bin richtig happy, ne? Es war so ein geiler Tag. Ich liebe es ja, Dinge zu fangen oder irgendwie selbst zu machen, sie dann zuzubereiten. Es gibt für mich nichts Schöneres. Felicitas greift nur zu ganz wenigen Zutaten. In Butter gewendetes Röstbrot, frische Salatblätter. Und den fangfrischen Hummer, mit Knoblauchbutter im Backofen gegrillt. Dazu gibt es selbstgemachte Cocktailsoße. Ich glaube, ich habe schon mal schlechter gekocht. Hier steht eindeutig der frische Hummer im Vordergrund. Nichts soll den besonderen Geschmack von Meerwasser und zartem Hummerfleisch stören. Die Beilagen geben dem Ganzen noch eine frische Note. Nun soll Fish-and-Chips-Spezialistin Yvonne die Kreation von Foodtruckerin Felicitas probieren. Natürlich an einem Platz mit herrlicher Aussicht. Oh, what a lovely place. Yeah, it's beautiful. Ja, das stimmt. Die Meeresluft macht hungrig. Und so lassen sich die beiden Frauen nicht lange bitten und finden vorerst keine Worte. Cheers. Cheers. Guten Appetit. Lecker. Die kulinarische Entdeckungsreise der Foodtruckerin an der schottischen Küste geht hier nun zu Ende. Inmitten einer einzigartigen und faszinierenden Natur, umgeben von alten Schlössern und wunderbaren Menschen, hat sie Guy kennengelernt. Gemeinsam mit dem Schotten hat sie das stürmische Meer bezwungen und aus fangfrischen Jakobsmuscheln ein fantastisches Gericht gezaubert. Doch überrascht hat sie etwas ganz anderes. Ich muss sagen, dass mich dieser Tag heute total angenehm runtergebracht hat. Erst die raue See und jetzt diese Stille, dieses tolle Essen, dieser tolle Mensch. Thank you so much. It's amazing. Honored to have you here. Schön, dass du da warst. Ich habe zu danken. Danach ist sie zu Ian Spinks gefahren, um von dem Fischräucherer in der 5. Generation das für Schottland so typische Räuchern zu lernen. Altes Handwerk und die Liebe zum Fisch ergeben hier eine Köstlichkeit ohnegleichen. Es ist verrückt, dass Schottland mich immer wieder so überrascht, ne? So tolle Leute und dann so wundervolle Orte. Klar, ein bisschen windig ist immer. Den Bikini braucht man auch nicht, aber kulinarisch hat so viel zu bieten. In dem schottischen Küstenort North Berwick hat Felicitas das Hummerfangen kennengelernt und hat gemeinsam mit Fischer Sam der rauen, kalten See einige wenige Hummer abgetrotzt. Ich sag das ja so oft, aber heute war wirklich einer der schönsten Tage für mich, auf das offene Meer hier rauszufahren.
die Lobster aus ihren Reusen zu holen, so ein frisches Produkt zu verarbeiten, was zugegebenermaßen auch eins meiner Lieblingsessen ist einfach. Dann schon wieder schottische Sonne. Es ist einfach wunderbar. Schottland. Kulinarisch oft verkannt. Doch fangfrische Lebensmittel, alte Traditionen und eine faszinierende Küstenlandschaft schaffen eine unvergleichliche Atmosphäre.